Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Ich möchte noch ein bisschen über AIDA Mira sprechen. Ich habe euch den Livestream sozusagen von dem AIDA-Event heute auf AIDA Vita in Hamburg mit Felix Eichhorn schon hochgeladen, gezeigt, was da vorgestellt wurde, wie es vorgestellt wurde. Und ja, zum Schiff wurde relativ wenig gesagt. Die AIDA Mira ist die heutige Costa Neo Riviera. Sie ist 1999 als Mistral gebaut worden für Festival Cruises, eine griechische Reederei. Die Reederei ist 2004 pleite gegangen, damals wurde das Schiff arrestiert und wurde zweimal verkauft bis 2007. 2007 hat Ibero Cruceros, die spätere spanische Marke von Carnival, das Schiff gekauft. Und seither ist sie als Grand Mistral für Ibero Cruceres gefahren bis Ende 2013. Denn damals hat Costa die Neo Collection eingeführt. Neo Collection ist im Prinzip wie AIDA Selection, nur von Costa und international ausgerichtet. So ging die Grand Mistral in die Werft. Für 10, 12 Millionen wurde sie umgebaut und wurde zur Costa Neo Riviera, die sie auch heute noch ist. Allerdings hat sich Costa dazu entschlossen, Neo Collection nicht weiter zu verfolgen. Dafür gibt es ja jetzt AIDA Selection, weil zu dem Zeitpunkt, als Costa gesagt hat, funktioniert nicht ganz so gut, hat AIDA gesagt, ja, machen wir halt Selection, und das scheint ja sehr gut zu funktionieren mit Cara Aura und Vita. Ja, und so ist man jetzt dazu gekommen zu sagen, wir nehmen Costa Neo Riviera und bauen sie um zur AIDA Mira. AIDA Mira wird 2019 im Dezember in die Flotte stoßen. Ich habe gehört, 4-5 Wochen soll sie in die Werft gehen. Und dort auf AIDA umdesignt werden sozusagen. Sie bekommt nicht nur den Kussmund oder Knutschmaul, wie man neudeutsch sagt. Sie bekommt auch die blauen Wellen auf der Seite. Bekommt auch das komplette Außendesign von AIDA, wie man es kennt. Und ja, die Innenbereiche werden auch komplett umgebaut. Und jetzt sind wir auch schon bei den Innenbereichen. Nein, wir fangen oben am Pooldeck an, weil da haben wir auch schon was sehr AIDA-untypisches. Es gibt super viele Deckflächen und, was untypisch ist, zwei große Pools. Richtig große Pools plus zwei Whirlpools auf dem Pooldeck. Das kennt man von AIDA bisher jetzt noch nicht. Aber ist ja auch kein Neubau für AIDA. Wahrscheinlich hätten sie es da auch wieder kleiner gebaut. Ich finde die Pools aber sehr geil, weil die wirklich sehr großzügig sind. Was haben wir noch? Wir haben 6 Restaurants. Und man hatte gesagt, dass das Hauptrestaurant ein Bedienrestaurant sein wird, was ja bei AIDA auch neu ist. Bisher gab es immer nur die Buffet-Restaurants. Plus jetzt auf den Neubauten auch die Bedienrestaurants French Kiss, Casanova. Die inklusive waren Brauhaus, da ist ja auch ein Bedienrestaurant. Allerdings hat man jetzt gesagt, auf der Costa Neo Riviera bzw. AIDA Mira wird man die Restaurants ähnlich nutzen, wie es bei Costa bereits der Fall war. Da sind es Bedienrestaurants, und so gibt es nur noch das Marktrestaurant als Buffet-Variante, und die anderen 5 Restaurants werden alle Bedienrestaurants sein. Auf jeden Fall wird es geben das AIDA Selection Restaurant und ein Steakhouse. Wie das Hauptrestaurant heißt, das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht weiß es AIDA selber noch nicht, vielleicht kommt es noch. Davon gehe ich allerdings auch schwer aus, dass das noch kommt. Also in der nächsten Zeit werden dann die ganzen Namen dazu geäußert werden. Auf jeden Fall, es gibt das Marktrestaurant als Buffet-Variante und es gibt 5 Bedienrestaurants, wovon 1 das Hauptrestaurant ist, inklusive ist, und ein Bedienrestaurant ist. Also ihr werdet als, ja, Hauptmöglichkeit zu essen abends auch ein Bedienrestaurant haben, das im Reisepreis inklusive ist. Zu den 6 Restaurants gibt es auch noch 6 Bars. Ja, was machen die Kabinen? Wie viel Paxe? Wie viele Passagiere passen drauf? 624 Kabinen gibt es. Ja, das sind so 1250 Passagiere, 1300 Passagiere bei Doppelbelegung. Ich denke so 1550, 1600 Passagiere bei Vollauslastung, wenn das Schiff auch die dritten und vierten Betten verkauft. Insgesamt gibt es 94 Suiten, 14 Suiten mit privatem Sonnendeck, 80 Junior-Suiten mit Balkon, 12 Balkonkabinen, 288 mehr Blickkabinen, und der Rest sind Innenkabinen. Und es gibt natürlich auch den exklusiven Service für die Suitengäste. Ja, das zum Schiff. Ich habe im Blog, verlinke ich euch unten, ein paar Bilder von der Costa Neo Riviera gepostet, von Bereichen, wo ich glaube, dass nicht so viel passiert. Das ist A, das Theater. Ich glaube auch nicht, dass man das Pooldeck ganz krass umgestaltet. Die Pools werden auf jeden Fall bleiben, die könnt ihr euch da auch mal ansehen. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen hier ins Video eingebunden. Also gibt es ein paar Bilder, die schon echt schick sind. Das Barbereich sieht auch ganz gut aus. Das ist schon alles ganz schick. Und ich glaube, dass, ja, wenn sie aus der Werft kommt, dass dann eingeaidat ist, das Schiff, dass es nochmal ein Stückchen auch schöner wird für die AIDA-Fans, weil Costa vom Design ja doch schon relativ weit entfernt ist von AIDA.
Was macht AIDA mit dem Schiff? Sie schicken es nach Südafrika. Es wird Südafrika und Namibia Kreuzfahrten geben, was ich persönlich auch sehr cool finde. Die erste Reise und damit wohl die Jungfernfahrt ist allerdings erstmal von Palma de Mallorca nach Kapstadt. Ich rufe mir gerade mal die Reise auf und dann zeige ich sie euch. So, die Reise startet am 4.12.2019 auf Mallorca. Dann geht es mit einem Seetag nach Gibraltar, Seetag Gran Canaria, 2 Seetage Santiago Kap Verden. Dann gibt es 7 Seetage bis nach Namibia. Da geht ihr in die Walfischbucht nach Lüderitz, Namibia. Dann gibt es einen Seetag und dann habt ihr einen Overnight in Kapstadt. Das ist die Jungfernfahrt, die erste Reise, die aktuell auch schon buchbar ist von AIDA Mira. Jetzt kommen wir zu den turnusmäßigen Fahrten. Die heißen Südafrika und Namibia 1 und 2. Die Route sieht wie folgt aus. Ihr startet in Kapstadt. Es gibt einen Seetag East London, Südafrika, Durban, Südafrika. Seetag Port Elizabeth, Südafrika, Seetag. Dann seid ihr in Kapstadt wieder. Dann gibt es einen Seetag Lüderitz, Namibia, Walfischbucht mit Overnight. Seetag Kapstadt mit einem Overnight und dann ist die Reise auch schon beendet. Es gibt 7 Reisetermine für Südafrika und Namibia 1 und 7 Reisetermine für Südafrika und Namibia 2. Und dann geht das Schiff zurück nach Palma de Mallorca im April 2020. Ja, darüber hinaus weiß man leider nicht, oder AIDA weiß es bestimmt, wir wissen es noch nicht, was das Schiff im Sommer machen wird. Also ich finde Südafrika extrem geil, eine sehr, sehr besondere Route und ja, ich bin gespannt, ob AIDA das im Sommer auch noch toppen kann mit der AIDA Mira, dass sie im Sommerfahrtgebiet ebenso besondere, krasse Routen fahren wird, wie jetzt im Winter in Südafrika. Ja, das war es erstmal zur AIDA Mira. Wenn wir da neue Informationen bekommen, wovon ich ausgehe, dass es auch gar nicht so lange dauern wird, wenn wir ein neues Video machen, auch mit den ersten Renderings von Bord. Im Moment sind da noch keine verfügbar. Es gibt so ein paar Kabinenbilder, die sind aber, ja, glaube ich, auch noch nicht ganz final. Deshalb zeige ich sie am besten auch noch gar nicht. Ihr sitzt in der Buchungsmaschine. Wenn ihr in die AIDA Buchungsmaschine geht, sucht euch eine Reise raus, könnt ihr so ein bisschen die Kabinenbilder durchklicken. Aber die sehen mir jetzt noch nicht so AIDA-lastig aus. Ich glaube nicht, dass die nachher so aussehen werden, wie die Bilder es dort suggerieren. Ja, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Sagt mir gerne, ob ihr das Schiff cool findet oder nicht. Ich persönlich finde es äußerlich sehr gewöhnungsbedürftig, glaube aber, dass es sehr, sehr gut zu Selection passen wird und ja, man wird sich dran gewöhnen und ich glaube, dass man sie lieben lernen wird. Also ich war auf der Costa Neo Romantica und fand das Schiff herausragend als Neo Collection Schiff und ich glaube auch, dass AIDA Mira ein herausragendes Schiff werden wird und was ich darüber hinaus glaube, dass wenn AIDA Mira einschlägt, wird es wohl nicht lange dauern, bis Costa Neo Romantica auch rüberkommt. Und das fände ich extrem geil, weil die Neo Romantica ein wirklich wundervolles Schiff ist. So, jetzt bin ich ruhig. Macht's gut. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.